Die Relegation ein letztes Mal alles geben für den VfL Wolfsburg. Mit dem 4:1 gegen den 1. FC Köln konnten sie wieder Hoffnung im Abstiegskampf aufbauen. Aber für Holstein Kiel kam es noch besser. 6:2 gegen Eintracht Braunschweig. Der perfekte Einstand für diese Relegation mit viel Spannung. Zwei norddeutscher Teams, die beide unbedingt nächste Saison in der ersten Liga spielen wollen. Wolfsburg gegen Kiel, das Hinspiel in der Relegation. Ja, es steht die Relegation an. Zwischen der ersten und zweiten Liga treten Wolfsburg und Kiel an. In der zweiten Liga zum Aufstieg bzw. gegen den Abstieg in die dritte Liga treten Karlsruhe und Aue an. Tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, und stimmt oben in der Infokarte ab, ob ihr gerne für die Rückspiele Zusammenfassung sehen wollt oder dann die komplette Partie. Würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, wenn es euch gefällt, und einen Daumen nach oben. Ansonsten jetzt viel Spaß und morgen kommt das DFB-Pokalfinale in voller Länge. Aber jetzt geht's los mit der Relegation. Viel Spaß! Das Hinspiel der Relegation. Der VfL Wolfsburg empfing in der Volkswagen Arena Holstein Kiel. Im 4-3-3 sollte es rangehen. Gerhard auf links, William auf rechts in der Verteidigungsposition. Da Verhaag nicht mitmachen konnte, musste ja früh ausgewechselt werden. Und die Kieler nach dem überragenden 6:2 gegen Eintracht Braunschweig heute wieder in erster Garde, weil die Gelbgefährdeten wieder mit dabei waren. Leverenz, der eine überragende Partie gegen Braunschweig vollzogen hatte, kam hier von Beginn an ran. Duckt mit der ersten Möglichkeit. Kiel hielt die Partie lange Zeit vom eigenen Tor weg. Hier hätte man eventuell sogar über Elfmeter diskutieren können. Brooks kommt zu spät. Strafstoß gab es nicht. Ansonsten Holstein Kiel sehr kompakt in der Defensive. Der VfL Wolfsburg sehr einfallslos. Aber dann dieser Freistoß von Maxi Arnold und Robin Knoche mit dem 1:0. In der 34. Spielminute köpft er das Ding ein. Gegen den 1. FC Köln hatte er schon getroffen per Kopf. Da sein erstes Saisontor erzielt und hier mit diesem erneuten Kopfballtreffer addiert sein zweiter Treffer in Folge. Kronholm etwas zu weit vor dem Kasten. Die ein oder andere defensive Schwäche hatte Kiel gegen Braunschweig aufgezeigt. Das konnten sie hier weitestgehend abstellen. Im zweiten Durchgang ging es aber ebenfalls rabenschwarz los. Diemata auf Rex Bischai und der mit dem 2:0. Holstein Kiel hatte alles im Griff, aber dann zwei Fahrlässigkeiten in der Hintermannschaft. Und dann stand es 2:0. Richtig bitter, da sie eine super Leistung absolvierten. Sie kamen nicht unbedingt viel nach vorne. Aber sie verteidigten fast perfekt. Aber wer zwei Gegentreffer kriegt, der ist dafür dann auch wiederum verantwortlich. 65. Spielminute. Wolfsburg hätte jetzt mit dem 3:0 sicherlich die Vorentscheidung schon auf dem Fuß, und Diemata wird lange nicht angegriffen und wieder der Torschütze vom 2:0. Rex Bischai mit dem Versuch. Kopfball knapp vorbei. 67. Spielminute. Kronholm muss nicht eingreifen. Nur wenig später die nächste Möglichkeit. Diemata sehr aktiv und Steffen. Wieder der Kopf, wieder ganz knapp vorbei. Das 3:0 hätte sicherlich die Entscheidung auch im Hinblick auf das Rückspiel bedeutet. Doch Holstein Kiel gab sich nicht auf. Vorletztes Spiel von Markus Anfang und Marvin Duksch hätte es nochmal vergolden können. Ein 2:1 aufgrund der Auswärtstorregel wäre so viel wert gewesen. Ganz knapp scheitert der beste Torschütze von den Kieler Störchen. Nachspielzeit, nochmal die Möglichkeit und dann fast ein Eigentor. Giavugi in die Arme von Kuhn-Castells, der hält den Ball fest. Das Hinspiel der Relegation geht 2:0 für Wolfsburg aus, aber wer Kiel kennt, der weiß, im Rückspiel ist noch nicht alles entschieden. Da können sie mit der Unterstützung ihrer Heimfans eventuell nochmal den Bock umstoßen, aber fürs Erste hat der VfL Wolfsburg eine herausragende Ausgangslage fürs Rückspiel.
Der Karlsruher Sportclub möchte zurück in die zweite Bundesliga und für Erzgebirge Aue nach dem bitteren 1:0 gegen Darmstadt soll es unbedingt in der zweiten Spielklasse gelingen zu bleiben. Anton Fink unter anderem möchte das verhindern im Karlsruher Sturm. Erzgebirge Aue, da war Karlich nach Gelbsperre wieder dabei. Härtner, der eine überragende Partie gegen Darmstadt absolvierte, stand in der Startaufstellung. Kempe, der nach Sperre wieder zurück war, saß nur auf der Bank. Den besseren Beginn erwischten hier aber die Badener. Anton Fink mit der Möglichkeit. Nach 4 Spielminuten verhaut er den Ball aber relativ deutlich in die Wolken. Der Karlsruher Sportclub ja noch eventuell mit einem kleinen Pokaltrauma. Diesmal soll es aber klappen mit dem Aufstieg nach der Relegation. Auch wenn es nur die zweite Liga ist. Eine Viertelstunde dann gespielt. Clemens Fandrich nimmt sich auch mal aus der Distanz ein Herz. Viel mehr war hier momentan noch nicht drin. Keine schlechte Abnahme, aber da muss Uphoff keinesfalls eingreifen. Der erste Durchgang aber durchaus unterhaltsam. Mehle mit der Flanke, Lorenz in der Mitte per Kopf direkt auf Martin Mennel. Aue musste man ein Kompliment machen. Eine niederschmetternde Niederlage, die absolut unnötig und ungerecht als neutraler Zuschauer zu bewerten war. Stecken sie hier gut weg und spielten nach vorne, waren auch leicht favorisiert, wobei der Karlsruher Sportclub ja ein Kind der zweiten und ersten Bundesliga ist und dementsprechend kein unbeschriebenes Blatt. Eine offene Partie in der zweiten Halbzeit, wenig Möglichkeiten von beiden Seiten, aber Pourier dann mal. Nach 69 Minuten testet er Mennel mal wieder mit dem linken Fuß, aber zu ungefährlich. Aue nur nach Standards gefährlich, sie igelten sich hinten weitestgehend ein. Eine Viertelstunde vor Schluss dann Christian Tiffert mit dem Eckball von der linken Seite und Pascal Köpke steht genau richtig. Das 0:1 wie aus dem Nichts. 10-mal in der zweiten Liga getroffen, jetzt macht er sein 11. in dieser Saison und es könnte kaum wichtiger sein. Nicht der Größte, nicht der Kopfballstärkste auf dem Feld bei den Pfeilchen und trotzdem nehmen sie dieses Tor selbstverständlich an. Für Uphoff ist nicht zu halten, es steht keiner auf dem zweiten Pfosten und so sitzt dann der Ball in der langen Ecke. Aber Karlsruhe gab sich nicht auf und wollte zumindest den Ausgleich noch erzielen. 10 Minuten jetzt vor dem Ende. Föhrenbach auf Schleusner. Der mit der Flanke und in der Mitte wieder Pourier. Aber kein Problem für Mennel. Und so endet das Hinspiel der Relegation zwischen der zweiten und dritten Liga mit 1:0 für den Zweitligisten. Damit eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel am Dienstag im Erzgebirgsstadion. Aber trotzdem, ein 0:1 bedeutet für Karlsruhe noch nicht der endgültige Niederschlag. Es ist alles drin für das Rückspiel dann in der kommenden Woche. Jo, das war die Prognose zu den beiden Hinspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Tippt gerne mit in den Kommentaren, was ihr glaubt und stimmt oben in der Infokarte ab, ob ihr in der nächsten Partie bzw. in den Rückspielen die ganzen Spiele sehen wollt oder auch die Zusammenfassung wie hier. Ansonsten viel Spaß mit der Relegation und nimmt's nicht zu ernst. Es ist eine Prognose. Morgen kommt dann das komplette Spiel der DFB-Pokal-Finalrunde. Bis dann, ciao.